Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Plenum, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Der Sporthaushalt liegt wie im letzten Jahr, alle Ressorts mit eingerechnet, bei ca. 170 Millionen Euro. Und schon damals habe ich gesagt, 170 Millionen Euro klingt viel, aber damit kann man nicht mal eine Brücke sanieren. Natürlich kann man sagen, ja, es ist gut, dass der Sporthaushalt trotz des Konsolidierungszwangs auf dem gleichbleibenden Niveau erhalten blieb. Aber gleichbleibendes Niveau heißt auch keine Veränderung. Und es kann sein, in Ihren Augen, in den Augen der regierungstreuenden Fraktion und in den Augen der Vertreter auf der Regierungsbank, keine Veränderung, es klingt gut, aber wir sehen das anders. In unseren Augen ist keine Veränderung ein Ausdruck von Stillstand und Ideenlosigkeit. Stillstand und Ideenlosigkeit sind auch scheinbar die höchsten Maxime in der Sportförderung, wenn es zum Beispiel um Inklusion geht, meine Damen und Herren. Nehmen wir zum Beispiel den Bereich Sportstätten bzw. barrierefreie Zugänglichkeit von Sportstätten. Sie bemühen sich im Rahmen der 50 Millionen Euro Sportstättenpauschale, die Bedarfe der Inklusion in Zukunft stärker zu gewichten. Wie wollen Sie die barrierefreie Zugänglichkeit denn bitte stärker gewichten, wenn sich alle Experten einig sind, dass es die barrierefreie Zugänglichkeit überhaupt nicht gibt? Sie müssen doch nach den einzelnen Bedarfen der Behinderten und Gehandicapten sich ausrichten. Ein Rollstuhlfahrer stellt eine ganz andere Anforderung an die Sportstätte wie ein Blinder. Und das wissen wir auch aus der Anhörung. Und mir bleibt zu sagen, Sie haben keine Zahlen, Sie haben keine Daten, Sie haben keine Ahnung, was vor Ort wichtig ist. Sie haben nur Hochglanzbroschüren. Was das soll, weiß ich nicht. Wieso investieren Sie nicht einfach und nehmen Geld in die Hand und entwickeln ein Konzept für barrierefreie Sportstätten? Meine Damen und Herren, wir wollen, dass Sie einen Kriterienkatalog entwickeln. Wir wollen, dass Sie eine Begehung aller Sportstätten vornehmen und alle Daten für barrierefreie Sportstätten digital aufbereiten, sodass die Kommunen darauf Zugriff haben. Open Data lautet hier auch das Zauberwort, auch in Bezug auf Sportentwicklung und Barrierefreiheit. Damit können nicht nur Kommunen eine Übersicht zur Verfügung gestellt bekommen, sie würden auch die Entwicklung von inklusiven Sportangeboten erheblich beschleunigen. Denn woran fehlt es denn am häufigsten? An den geeigneten Sportstätten zur Umsetzung von inklusivem Sport. Viele Ehrenamtler suchen händeringend nach geeigneten Sportstätten. Natürlich muss sich auch in den Köpfen etwas ändern. Doch auch hier zeichnen sie sich durch Stillstand und Ideenlosigkeit aus. Die Entwicklung und Verstetigung von Übungsleiter-Aus- und Fortbildung und die Entwicklung und die Umsetzung von inklusiven Sportangeboten müssen entsprechend gefördert werden. Meine Damen und Herren, wir benötigen eine moderne Förderstruktur, die auf die unterschiedlichen Bedarfe und Entwicklungen in der Bevölkerung eingehen kann. Ich möchte hier auch nicht auf die dritte Säule in der Sportförderung zu sprechen kommen. Das hatten wir ja schon mal. Hier ist man scheinbar noch nicht bereit dazu. Aber für bestimmte Zielgruppen ist es aus unserer Sicht notwendig, die Strukturfrage zu stellen. Es reicht eben nicht aus, den Landessportbund ca. 38 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen und 50 Millionen Euro nach dem Gießkannenprinzip stärker zu gewichten und dann zu hoffen, dass alles gut wird. Wir benötigen flexible Netzwerke, die auf kommunaler Ebene wirken und auf, mit Landesmitteln finanziert werden und auch gestärkt werden. Nur auf diese Art und Weise können wir die Bedarfe der Inklusion und die Anforderungen des gesellschaftlichen Wandels im Hinblick auf die Sportlandschaft bewältigen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Lammler. Und nun hat sich noch einmal zu Wort gemeldet für die CDU-Fraktion Herr Kollege Müller.